Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge LS19 auf der Talbach mit dem Max Krieger und Paul. Servus. Moin. Servus. So, vierte Folge, es ist wieder Montag. Ja, wir sind immer noch am Pflügen. Das Vorgewende fehlt hier gleich noch. Das machen wir jetzt fertig. Und dann haben wir auch den Schick mit dem Pflügen schon mal erledigt. Der Max ist auch schon bei uns angekommen. Und die meine Bahnen hoch und runter. Ja. Also ist, sonst gibt's Ärger. Genau. Heute ist er halt an einem Feld vorbeigefahren. Der hatte, ja, als er fertig war, noch einmal quer durchgesät. Vielleicht ein bisschen was über gehabt. Quer durchgesehen? Einmal noch quer von der einen Ecke zur anderen. Wollte er vielleicht, oder vielleicht hat er da was anderes drin. Nee, hat ja nicht gewechselt. Was dachte ich, macht er irgendwelche Muster da rein oder sowas? Mit unterschiedlichen Saatgut. Unterschiedlichen Pflanzen. Oder was auch immer er da angesehen hat überhaupt. Okay, warum tust du da eigentlich nicht den ganzen Streifen pflügen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Keine Ahnung. Voll, ist noch kein Feierabend, oder? Nee. Pflügen macht mir so viel Spaß, dass ich da noch länger bleibe. Alk ist extrem günstig. So. Aber nur 1000 irgendwas, oder? Ja. Kommt drauf an, für wie viel Liter, ich ne? Drin hab? Voll. Ja. Aber weißt du, wie voll ist? Der Verbrauch ist 16k auch. Oder so. Fährst du die Schräge hoch, Paul, oder? Ich fahr die Schräge hier jetzt hoch. Okay, dann muss ich ja eigentlich da unten auch ansetzen, ne? Nee. Oder kann ich auch die Schräge runterfahren? So, ja. Ich kann auch die Schräge dir lassen. Mir ist das egal, ich kann auch einfach runterfahren. Fahr lieber unten, da brauchst du nicht so viel PS. Ja, das stimmt. Fährt man schon Axion 870 und der reicht nicht aus. Für PS-Zahl. Ist ja nur ein 870, gell? Ja, höher geht der ja nicht. Dann muss ich ja den ganz großen nehmen. Der mittelgroße Traktor. Muss die Xerio nehmen. Okay. Aber das als Starttraktor wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich. Och. Jedenfalls in so einem Projekt. Frage, Paul. Das mag sein. Ja. Wenn du einen Pflug mit 6 Scharen hast, ja, darfst du den dann noch ohne mitfahrendes Rad auf der Straße hin und her kutschieren? Das weiß ich nicht, das kommt ja auf das Gewicht drauf an. Es kommt auf das Gewicht vom Pflug an oder auf die Länge? Weil der schert ja dann richtig weit aus, wenn du jetzt um die Kurve fährst. Ob das ist egal, oder? Also, es geht ja nur darum. Ich glaube nicht, dass er von der Länge dir da schon Probleme macht. Ich glaube, das ist eher gewichttechnisch kritisch. Du denkst, es geht eher ums Gewicht. Ja, weil Länge darfst du ja, keine Ahnung, 5 Meter oder sowas. Das soll ja der. Oder was darfst du, glaube ich, müssen. Ich weiß nicht, was die Länge sagt. Wenn ihr jetzt wisst, schreibt es in die Kommentare. Weil ich heute so ein Axion mit 6 Sharp Flug stehen sehen habe. Und ich neulich, also letztes Jahr mit dem 5 Sharp Flug mitgefahren bin und da ich das in engen Ortschaften schon, ja. Bitte schon. Ey, warum? Zähl ich nicht an. Also unser Güllemixer, der macht keinen Spaß zu fahren. Ja, das ist. So ein Güllemix. 12 Meter oder so lang. Ui. Ah, ich weiß gar nicht, unsere Nachbarn haben auch so einen Güllemixer, den wir uns immer ausleihen. Immer in die enge Einfahrt rein und dann hinten rum und dann. Güllemix ist auch so ein Thema, aber damit würde ich jetzt auch nicht im Dorf rumfahren wollen. Nee, müssen wir ja auch nicht.
Aber wir haben da halt noch eine Verlängerung dran, die nochmal 3 Meter hat, weil wir Extra Tiefe. über eine 2 Meter hohe Wand rüber müssen. Rechts vor links, ne? Ihr müsst mit eurem Güllemix über eine 2 Meter hohe Wand. Hier bei der Güllegrube halt, bei der einen. Ach, ihr habt ne, so eine wie da vorne steht. Ja. Beim Kuhstall, echt? Ja, nur dass die halt nicht, ne? Die ist halt halbe im Boden und halbe oberhalb. So. Du Also brauchst ich. ja, wenn die muss, glaube ich, ich weiß nicht, was der genauen Wert ist, aber die muss um die 2 Meter über der Oberfläche sein, dass du keinen Zaun mehr brauchst. Das musst du den Zaun Ja, 2 Meter, glaube ich. hinmachen. Die Grube Auch hast nicht. du ja sowieso. Kannst sie auch ein bisschen rausgucken lassen. Ja, bei uns guckt die so einen halben Meter rauf. Da steht die ganzen Paletten und so drauf. Aber da ist dann noch ein Deckel drauf. Kann ich da nochmal gerade vorher fahren? Na, ich hätte es auch mit untergegrubbert. Oh, Lucky. Und grober das mit runter. Was siehst du hier eigentlich an? Play. Klee sieht der Besser. Kollege an. Besser ist es. Wolltet ihr doch. Ja. Das ist richtig, ja. Kollege vom Kalk kommt auch. Bin schon da. Alle Leute auf einem Feld hier. Es war klar, dass der Ausspruch jetzt kommt. Ich wollte nämlich auch schon was sagen. Was denn? Dass alle Leute auf dem Feld sind. Ja, ist ja fast wie hier NF Marsch mit Cosplay, hä? Vier Fahrzeuge auf einem Feld. Ich glaube, Lucky, wir Nein. sind als erstes fertig. Du, Jetzt da echt könntest du nicht. recht mit haben. Das glaube ich aber nicht. Hier ist noch Klee. Müsst ihr nochmal runterflügen. Klee? Klee hier. Wir fliegen Lucky nochmal hat hier das. immer noch kleine Futze. Oh. Na, hier ist noch ein paar. Muss aufpassen, dass ich nicht drüber fahre. Ja, ich komme jetzt ja auf. Fahr ja mal lang. Und dann müsste Paul, glaube ich, oben noch einmal. Ne, ist schon fast alles Och, weg. schau mal genau. Fertig eigentlich. Wenn du jetzt da wieder reinfährst, Lucky, ich warne dich. Ja. Ah, du hättest kurz warten können hier. Das eine Stück hier. Oh, bin ich so müde. Also hier unten ist jetzt fertig. Das eine, was dazwischen drin noch ist, Lucky, kann ich auch mitnehmen. Kannst du machen. Ich muss hier so ein Stück aber reinfahren, Max, sonst kriegst du das eine nicht hin. Nein, 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 nein. Es geht auch nicht. Dann haben wir aber alles. Kannst Könnt eh nur ihr? von der Seite zusammenklappen, den Flug, von daher. Richtig. Oh, Paul wartet Flügen sogar. sind wir durch, ne? Ja, fliegen sind wir durch. 19 wolltet ihr nicht? Noch nicht. Noch nicht. So, Licht an, also Rundumleuchten an und dann auf dem Dann über die Landeskuchen. Straße. Haben wir einen Kirche irgendwo Ja. stehen? Links an der Einfahrt. Am Waschplatz. Nee, besser ist es. Fick dich, Fallkrieger, es wird nichts sonst. Mann, es muss nicht bremsen. War nicht rechts von links oder so? Nee, die Sailmaschine, die hat Vorfahrt, weil die kann nicht anhalten. Jetzt sehe ich nicht mehr, wo schon gesellt ist und wo nicht. Jetzt Ja, sind jetzt hätte ich die. mal schneller sehen müssen. So, alle anderen fällt das in Erntereif gefühlt. Haben wir eigentlich schon die normalen Schneidwerke für die Drescher gekauft und abgenommen? Nein, nicht, weil wir uns nicht einig waren. Waren wir uns ja nicht einig? Ich dachte, wir waren uns Ah, einig. wir haben Max erst hat. gesagt, ja, wir warten noch und dann haben wir die Sachen heimgefahren.
Und dann hat er gesagt, ja, wir kaufen jetzt doch. Wollen wir die sonst mal abholen, Paul, noch in dieser Folge? Ich will mit dem Trecker hinkommen oder du einer mit dem Drescher und dann draufpacken auf dem Schneidwerkswagen. Und der andere kann ja mit dem Trecker eins holen, ne? Dann oder? Nehme ich den Drescher mal, ja. Ja, willst du auch den Trecker gerade sauber haben? Kannst du waschen, den kann ich aber auch nachher einfahren. Der hat's, glaube ich, nicht so eilig. Ja, dann kannst du mal los. Leg gerade nur. Ich glaube, die Schneidwerke müssen wir woanders reinstellen. Ich weiß nicht, ob wir hier. Ja, stimmt, halt irgendwo außen, ne, bis Fassi oder so. Und das ist alles Schiertore. Das ist kein Tor, das ist ja doof. So, Fahrzeugpflege, ihr kennt es. Lege ich großen Wert drauf, ja. Dann 18 wäre erntereif. So. Was? Das ist aber, glaube ich, nicht unseres, oder? Nee. Wo stellen wir denn die Flüge hin? Irgendwo hin, wo sie nicht stören. Ja, irgendwo in eine Halle da rein. Zwei Stück nebeneinander. Ich muss irgendwo einen IT-Runner hinstellen. Stehen hier die Halle hier rechts, die? Hier die schöne, oder? Nee, die ist ziemlich voll. Jetzt sind die andere gemacht. Da hat's, glaube ich, mehr Platz. Okay. Lüge könntest du auch theoretisch hintereinander irgendwo hinstellen, weil. Na, hintereinander, die haben natürlich eine Länge. Hier neben die Seemaschinen hier oder was? Da kommt die andere Seemaschine wahrscheinlich hin, ne? Ich hätte die Halle sonst... da, die ist doch noch ziemlich leer. Da hat's doch Platz, oder nicht? Die hier? Ja. Ja. Da wird das schon seinen Platz finden. Ich fahr das jetzt einfach mal da ran. Und dann komme ich mit zum Shop. Mal auf den Weg. Ach. Runterlassen? Muss ja nicht auf dich warten, ne? Nö. Und los geht's. Nehmen wir die Glasschneidwerkswagen, ne? Ja, passt zu meinem Traktor. Realistic Cedar. Wollen wir so eine Saatgutkaufstation kaufen? Dann wollen wir die Altmodisch auf die IT-Runner laden. Paletten, oder? Wir haben doch den IT-Runner bloß dafür, also von daher. Ja. Also die Ballenplattform. Der ist schon leer? Ja. Oh, das ist mal ein richtiger Kalkverbrauch. Die nicht. Feld 19 war auch dabei. Ja, also nicht. Hält wieder ewig, das ist ja Kalk. Ja, 14.000 Liter, also es war nicht irgendwas. Aber trotzdem ewig gehalten. Weiß jemand, wie man den Reifendruck hier einstellt? Nope. Linke Maustaste. Oder rechte vielleicht dann. Es fehlten uns danach eigentlich noch nur noch IT-Warner, oder? Ja, Teufel. Und Tiere, ne? Reifendruck soll. Und wenn wir dann noch Geld über haben, können wir gerne noch ein Feld dazu kaufen, damit wir auch was für die Drescher zum Dreschen haben. Ja. Weil ich kann gleich mal in die Liste gucken, oder? Aber es kommt früher oder später bestimmt noch mal das ein oder andere hinzu, ne? Und wir werden bestimmt noch, die Saatgutpaletten werden wir noch kaufen. Oder habt ihr nicht ja alle gekauft? Der IT-Runner und die Sachen kosten. Ne, hab ich noch nichts dann gekauft. Dann hätte ich das mal geguckt. Zum Aufladen. Schön eng hier. Mhm. Ich habe zwei IT-Runner aufgeschrieben. Wollt ihr nur ein Schneidwerk? Dann brauchen wir keine zwei Drescher, oder? Oder wegen Platz habt ihr nur eins gekauft? Ich habe mal eins gekauft, ich wusste ja nicht, wie die sich hinplatzieren. Hast du einen Wagen auch schon gekauft? Ja, einen Wagen und ein Schneidwerk habe ich mal hier. Wobei, das ist sogar richtig rum, der Wagen. Gar nicht jo. Schlecht. Kann ich direkt kann nicht so stehen bleiben, ne? Ja. Getreidecontainer kostet 10.000 Euro, ist ja jetzt nicht die Welt, oder? So, ich weiß, es sieht etwas komisch aus, warum wir einen Fendt-Schneidwerk auf einen Glas-Schneidwerkswagen packen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das Schneidwerk auf diesen Ladewagen extrem gut hält. Hätte ja umlackieren können. Geht nicht, Standardfahrzeug. Echt? Von Platinum. Wollte ich gerade sagen, was soll ich, wie soll ich das denn machen? Farbenfilter. Aber der Anhänger passt einfach gut zu meinem Traktor. Ja, noch ein Weng, ne? So. Weiter. Ein Stück kannst du noch nach vorne, oder?
Ja, also. Probier mal ab. Ach, dann macht die er auch vorne die Dinger lohnt sich weg, okay? überhaupt gar nicht mehr. Muss man vorsichtig losfahren. Also sieht gut aus. Ich stelle dir erstmal hier vorne hin, dann nehme ich gleich den anderen Anhänger, ne? Achso, ich kann auch den anderen nehmen. Oder soll ich schon losfahren? Ja. Aber wir können ja wieder in Konvoi fahren, das kommt cooler, glaube ich. Auch zum Abschluss der Folge. Ich will kein Glasschneider, ich will ein Fan. So. Boah. 63.500. Immer noch eine Mille. Ja. Das ist so eng hier. Müssen wir in der Kurve passend hinfahren. Mhm. Das sieht schlecht aus. Ja, und ihr seht es auch wegen Bodenverdichtung. Wir haben extra hier Terrabänder genommen, ne? Terrabänder? Heißt nicht Terraband? Ja. Laufbänder. Terrabänder. Genommen. Die neuen Terrabänder von Trelleborg. Haben wir eigentlich den Animal Water Feed Dings da drauf? Animal irgendwas Extension. Würde angezeigt werden, glaube ich eigentlich. Ich glaube, haben wir nicht. Kann sein. Haben wir nicht. Müsste ja sonst beim Kuhstall wegen platzieren und so. Ja, habe ich ja nicht geschaut. Den hier ankurbeln. So, muss der auch. Ne, Kabel kann der gar nicht. Okay, passt. Hat kein Licht. Doch, kann er. Also bei mir konnte ich. Ja, nee, das ja, kann aber ich der Drescher nicht. Ne, yeah, das geht. Der Drescher hat da unten einfach nur ein Metallding. Ja, aber du sagst, hat er nicht. Fahr du mal voraus, genau. Du fährst wie schnell? 15? 32, sagt mein Ding. 32 sogar. 32, ja. Ich weiß nicht, ob ich das immer ausfahren kann. Ja, da haben wir wenigstens nicht geblitzt mit. Ja. So, das ist die Schneidwerkskolonne hier. Wir haben Großes vor. Wir bauen zwei Schneidwerke an einen Drescher übrigens. Nein, Spaß beiseite. Wir haben den zweiten Drescher im Hof. Einen Doppel... Also zwei Achs-Schneidwerk sagen, oder... Den großen Glas, wofür das große Schneidwerk eigentlich ist. Ja. Also ja. Ja. Ein Drehschemel quasi. Ja. Genau. Jeder Blinker? Jetzt bin ich. Ja, Blinker geht. Und sieht auch sehr gut aus wie der Glas Schneidwerkswagen hinten mittling. In Kurven. Macht er das? Ja. Kannst du dir in der. Sein. Folge angucken. Also der ist echt gut. Lucky, beim Blinker ist es immer so, geht nicht. Ja, das ist ganz komisch, ne? Der leuchtet nie durchgängig. Der ist immer hat der irgendwie so einen Wackler, irgendwie ein Relais kaputt oder so, vermute ich. Ja. Aber Rundumleuchte geht auf jeden Fall. Irgendwie. Das ist wie mit dem Bremslicht, ne? Naja, ja. Habt ihr denn schon euer Highlight gefunden in den bereits bekannten Fahrzeugen im LS22? Ja, Deutsch Topliner. So nur sehr klein, der Drescher, ne? Ja, und es gefällt mir. Aber. Ehrlich gesagt, der neue Fendt. Oder drin ist der 900er. Ja, der hat auch was. Ich bin mal auf die Marke Cetor gespannt und auf die Marke McCormick gespannt. Oh ja, McCormick könnte auch noch, Alter. Schön. Bin ich mal gespannt. So, ich würde gerne mal einen McCormick in echt fahren. Ja, ich habe mir mal letztens, wo ich dann gesehen habe, dass McCormick in den LS22 kommt, auf Insta mal die Seite und so angeguckt. Und die suchen noch Vertragshändler. Ich vermute, es gibt nicht sehr viele Händler, die McCormick anbieten. Nee. Ich wüsste jetzt keinen, der hier in der Nähe bei uns McCormick anbietet. Aber auch nicht. Könnte schwierig sein, da was bekommen oder so. Aber, ja, aber gerade solche Randgruppenmarken,
Die sind meistens dann natürlich sehr schnell so, wo die sagen, Mensch, hier Vorführer kein Thema, kriegst du. Der bei der Arbeit, ich kenne ja einen, der arbeitet da, also so ist es ja nicht. Ja, siehst du, sogar noch Vorteil. Ja, können wir auch erst in die Durchfahrsilos stellen, ne? Kannst auch da hinten hinstellen, habe ich gerade gedacht, ne? Können wir auch. Ja, weil wir haben wohl ja so eine große freie Fläche. Das, ja, das klären wir dann gleich nochmal, denn die Folge ist vorbei. Wir sind auch pünktlich zum Hof angekommen. Liebe Leute, das war die Montagsfolge, Folge 4 auf der Talbach. Schaltet Mittwoch 15 Uhr wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, ja. Kommentieren nicht vergessen. Instagram und Discord-Link in der Videobeschreibung. Gerne followen und auf den Insta, auf den Discord joinen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssikowski. Tschüss.